Ja, hallo und herzlich willkommen hier zurück zum Schlacht um Mittelerde 2 Let's Play. Die gute Kampagne. Ist es schon die letzte Mission? Fragezeichen. Ist Dol Guldur die letzte Mission? Das ist die große Frage. Wenn das so wäre, wäre die Kampagne ganz schön schnell um, muss man sagen. Deswegen gucken wir mal, was da so läuft. Ja, ich bin auch mal gespannt, ob das auch so dann Ähnlichkeiten zum Hobbit-Film jetzt hat. Schauen wir mal. Die vereinten Heere von Elben und Zwergen rüsten sich für den Sturm auf die dunkle Festung von Dol Guldur. Die letzte Schlacht des Krieges im Norden beginnt. So, also wirklich die letzte Schlacht. Elben des Goldenen Waldes, hört mir zu! Wir müssen den Schatten aus dem Wald vertreiben! Unsere Freunde aus Düsterwald und vom Erebor werden unserem Ruf folgen. Galadrim, zum Sieg! Elben, wir müssen die Leuchtfeuer im Norden und Süden zurückerobern. Wenn uns das gelingt, können wir Verstärkung rufen. Alles klar, erobert die Leuchtfeuer im Norden und Südosten, um Hilfe aus Düsterwald und vom Erebor zu rufen. Findet und erobert das Leuchtfeuer. Okay, alles klar. Wo sollen wir bauen? Jetzt bauen wir hier erstmal Festung. Zack, irgendwo hier. Bums, Festung. Ja, sehr vortrefflich. Weiß ich schon. Malornbaum. Bums, hier rein. Und noch ein Malornbaum. Was? Ah ja, komm hierher, ist mir scheißegal jetzt. Genau, ich war gestern im Hobbit-Film. Im zweiten Teil. Ich versuche jetzt mal hier nicht zu spoilern, falls irgendjemand noch sehen will, der noch nicht gesehen hat. Die Festung, sie ist fertig. Was muss man denn die Zwerge hier? Ja, es... Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin wirklich nicht... ich war nicht so sehr begeistert von diesem Film. Sind das auch Äxte? Ja, sind Äxte. Dann nehmen wir die mal zusammen. So. Ich war leider nicht sehr begeistert von dem Film. Also ich bin mit eigentlich zu hohen Erwartungen dann im Endeffekt reingegangen. Sammelt euch, Elben. Moment, die auf 1 und die 2 Reiter auf 3. ja, war ich jetzt nicht so sonderlich begeistert. Es ist eher so ein Übergangsfilm und ja, auch ein bisschen... Ja, an gewissen Stellen auch ein bisschen... Ja, wie soll man es am besten sagen? Übertrieben. Gut, klar, ist ein Fantasy-Film. Man sieht, diese High-Frame-Rate ist wieder super gelungen. Das passt schon. Aber irgendwie passiert nicht wirklich viel. Und... Oh, ich hab die gar nicht... Hä? Die habe ich auf 2. Die habe ich auf 3. Ach so, die habe ich alle auf 3 jetzt gepackt. Okay. Nee, dann machen wir das weg hier. So. So, auf 1. Naja gut, und ja, bin jetzt nicht hundertprozentig begeistert gewesen von diesem Film, aber es ist kein schlechter Film, muss man schon sagen, und also man kann sich auf jeden Fall angucken, aber wie gesagt, ich hätte ein bisschen mehr erwartet, jetzt bin ich mal gespannt auf den dritten Teil, wie es da so abgeht, ja, und das wird man dann schon sehen. Gut, wieso kann ich das nicht, hä? Neuaufbau. Ach, repariert Gebäude. So, das da brauche ich. So, machen wir hier mal 300% Rohstoffe drauf. So, sollen wir unsere Grenzen schützen? Na, jetzt bauen wir erstmal so eine Kaserne. Wir haben ein neues Gebäude. So, Baumeister. Bau mal eine Kaserne hier. Hier hinten irgendwo am besten. Es gibt viel zu tun. Und wir haben noch viel zu tun. Dann bauen wir noch... Na, Stallungen wollen wir nicht. Heldenstatue. Kampfturm. Schmiede brauchen wir, klar. Ne, jetzt habe ich Galadriel Spiegel erwischt. Schmiede brauchen wir hier. Die stellen wir auch hierher. Ich wollte nur kurz meine Augen entspannen. Und ja, ja, du wolltest nur kurz deine Augen entspannen. Das ist super. Spaßt. So, kann ich jetzt hier hinbauen? Oh, das ist.
Da sind dann sicher schon die ersten Leute, wenn ich sie hier so schwarz ist. Nein, noch nicht. Schauen wir mal. Was kann denn eigentlich der Wiederherstellung? Heilt nahegelegene Einheiten und füllt deren Spezialfähigkeiten-Timer. Cool. Atelas heilen und enthüllt einen Teil der Karte. Linksklicke auf das Symbol, anschließend auf das Zielgebiet. Ja. Enthüllen wir das hier mal. Okay, da passiert nicht wirklich viel. Zeig ich doch. Da ist irgendwas. Komm schon, Baumeister, du gehst weg hier. Und baust mal hier am besten einen Kampfturm hin. Zack. Ja, es wird eben Zeit, etwas zu bauen. Oh oh. Von da kommen sie ja auch schon. Komm, Baumeister, bevor du tot bist. Och, ist gefallen. Und der nächste fällt gleich auch. Na toll. Ja, nein, das schafft er noch sogar. Sehr gut. So, Herr Baumer, die Düsterwald-Bogenschützen brauche ich unbedingt. Braucht Elbenkaserne Stufe 2. Was? Spinnennest? Wo denn? Komm schon, mach mal irgendwas. So, jetzt hat. So, gut. Helft mal, wo sind denn Spinnen? Unsere Stadt wird größer. Sind doch hier nicht. Wir haben die Kaserne erweitert. So, jetzt bauen wir mal hier. Sie haben den Baumeister Schützeerweiterung, wachsame Enderweiterung. Machen wir mal die zwei Dinger hier. So, jetzt verbessern wir die Schmiede nochmal. Oh oh. Nicht, nein, 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 nicht. Nicht unsere Kaserne. Warte, reparieren. Oh, 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 das war eng. Das war eng. So, gut. So, Düsterwald-Bogenschützen. Ach, wir haben zu wenig Rohstoffe. Shit. Wo denn? Hier schon wieder, oder was? Ach, das sind die Spinnen hier. Ja, komm, dann mach das mal. So, Baumeister. Wir bauen mal hier noch einen nächsten Turm. Dann den rüsten wir aus mit den Pfeilen. Tun wir uns mal das Spinnennest hier und dann... Ja, ja, komm. Mach das Spinnennest mal kaputt. Alter, was könnten die eigentlich? Gar nichts. So, das ist nett. Dann können wir jetzt mal die Silberdorn-Pfeile erobern. Erforschen. So, alle Nester, alle Spinnennester zerstören. Okay, gut. Dann schauen wir mal, dass wir das hinkriegen. Ja! So, bauen wir mal hier irgendwo so einen Turm noch hin. Zack. Wo? Ich sehe nix. Ich sehe wirklich nix. Keine Ahnung. So, liebe Baumeister. Jetzt ziehen wir uns mal hier zurück. Ne, wir stellen uns mal hier auf. Ist hier schon... Ah, hier ist schon Dol Guldur. Okay. Das heißt, wir müssen erst im Süden und Norden mal die Leute hier finden. So, bauen wir mal hier so ein paar Düsterwald-Bogenschützen. Erforschen wir mal noch die Bannerträger. Gut, das heißt, wir gehen jetzt mal... Mit den Einsern gehen wir jetzt mal einfach in den Norden rein und gucken mal, findet und erobert das nördliche Leuchtfeuer. Gut. Und damit können wir auch mal die Spinnennester schon einigermaßen zerstören. Jetzt machen wir hier mal einen Elbenwald rein. So, der Baumeister ist frei. Der kann dann mal hier noch einen Turm herbauen. So als Unterstützung. So, Spinnennest entdeckt. Na dann. Mach das mal platt, das Spinnennest. So, wir haben jetzt Bannerträger. Und was können wir noch erforschen? Geschmiedete Klingen und die Elbenrüstung. Ja, das brauchen wir natürlich beides noch. Okay, das war jetzt ganz... Das war jetzt nicht schwer, das Spinnennest zu holen. So. Holt die Schätze, komm. Gut. Jetzt gucken wir mal hier, jetzt bauen wir mal hier weiter Elbenrüstung und gleich können wir auch die geschmiedeten Klingen erforschen. Komm, bisschen schneller, flott, flott, flott.
Los. Dankeschön. So, da kommen schon wieder so ein paar mickrige Orks. Jetzt brauchen wir auch wieder ein bisschen Rohstoffe. Bannerträger wurde schon gekauft, das andere müssen wir erst noch erforschen. Schauen wir mal, wann können wir die nächsten Fähigkeiten machen? Da haben wir hier Wolkenbruch und das Untergraben. Na gut, wir können ja gar keinen, das bringt uns gar nichts. Was haben wir hier? Erzeugt im Zielgebiet ein Erdbeben, das Gebäude schweren Schaden zufügt. Okay, beschwört eine mächtige Flut, die feindliche Einheiten verschlingt und verbrennt das Schlachtfeld mit einem gleißen Lichtstrahl. Okay, dann nehmen wir dann mal irgendeins davon. Unsere Feinde kommen über uns. Die neue Rüstung ist bereit. Ich könnte auch diese ganzen Fähigkeiten nochmal zurücksetzen. So, hier mal wieder ein bisschen mehr Rohstoffe. Komm, mach das mal die Spinnen kaputt. So. So, Elbenrüstung. Und die geschmiedeten Klingen kommen auch noch irgendwann. Jetzt, da haben wir geschmiedete Klingen. So, jetzt, da sind wir hier voll ausgerüstet. Gut. Jetzt können wir auch das Leuchtfeuer erobern, wahrscheinlich. Probieren wir das mal. Ja, die haben irgendwie, verzaubert. Alter, blöde Trommeltroll. Was? Der kann ja kämpfen. So, Atelas, komm schon. Hä? Wie? Ach, da kann er nur Helden. Na. Hä? Den hat er jetzt geheilt? Ah doch, der heilt uns schon, das stimmt schon. Macht er schon. Sehr gut. So, dann schauen wir mal, dass wir hier weiterkommen. Das sind ihre Gebäude. Oh, das ist... Oh, oh, da ist es. Schnell zum Leuchtfeuer. Oh, oh. Okay, das machen wir so nicht. Da gehen wir erstmal wieder zurück und holen mal noch die anderen Einheiten dafür. Gut, Silberdornpfeile, rüsten wir die mal aus hier. Ach, Bannerträger wurde bereits gekauft, sehr gut. Die Reiter können wir auch noch ausrüsten. Ja, und die Zwerge, super, die können wir natürlich nicht ausrüsten. So, nur noch ein Baumeister haben wir. Oh, oh. Okay, das war jetzt dämlich. So, passt, verpiss euch. Komm schon, geht weg. Eieieiei. Gut. Jetzt da daher. Und jetzt bauen wir nochmal mit dem Baumeister. Gut, dass der jetzt gleich stirbt, der Baumeister. Komm, Baumeister. Jawohl, schafft er noch. Sehr gut. So, da kommen die nächsten. So, jetzt haben wir hier ja noch ein paar Düsterwaldbogenschützen. Da holen wir uns mal noch zwei. Die rüsten wir dann auch gleich noch aus. Die overpowerten Düsterwaldbogenschützen. Gut, und dann könnten wir eigentlich dann mal in den Norden gehen. So, warte ich nur, bis ich diese neue Fähigkeit da habe. Zack, stellen wir hier noch einen Turm hin. Ja, der Turm wird irgendwie... Oh, das Cutter. Das ist natürlich nicht so toll, was die Cutters da machen. Unserem Land droht Gefahr. Hm. So, machen wir mal die Cutters hier kaputt. Wir kommen aus Düsterwald. So, super, jetzt haben wir den Turm geschrottet. Gut gemacht, Leute. Aber mit unseren Pferdlern sollten diese Cutters eigentlich kein Problem sein. Gut, haben wir das. So, jetzt stellen wir mal die Düsterwaldbogenschützen. Stellen wir mal hierher. So. Damit hier nichts passiert und dann können wir mit denen hier vorwärts gehen. Komm schon, nimm doch mal die Orks da um.
Komm, werft sie nieder. So, dankeschön. Sammelt euch, halten sich an. So, haben wir jetzt hier noch welche. Haben wir sogar noch welche. Dann stellen wir die auch hierher. Der Feind rückt vor. Leute, die Richtung. Unsere Entsatztruppen warten auf das Leuchtfeuer. Erobert es. So, jetzt hat. Erobert die Leuchtfeuer. Gut, machen wir nochmal. Jetzt machen wir noch ein paar Kampfpunkte, damit wir das blöde Erdbeben kriegen. Dann kann man nämlich die gegnerischen Strukturen viel einfacher zerstören.